Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Ich möchte herausfinden, was sich da oben verbirgt. Und zwar bevor ich meine Truppen raufschicke. Deswegen, Geisterrüstung. Tarnmodus bestätigt. Sie hat nämlich nur nicht. Deswegen sprinte ich jetzt mit ihr hier oben hin und guck nach, was da ist. Och, jetzt rennt sie natürlich außen rum, weil hier alles blockiert ist. Eine Tür. Eine Tür ist da. Oh Gott, ey. Okay, da hätte ich mir diesen Aufwand gar nicht machen müssen. Da oben ist dann aber nichts. Dann spurte ich mal rauf mit meinen Leuten. Ja, ich weiß, man spurte nicht, viel zu gefährlich und so, aber sorry, ich muss da jetzt mal eben rauf und ich wollte mich hier nicht ewig aufhalten. Du spurtest da bis an die Tür ran, dann kannst du die nächste Runde nämlich gleich aufmachen. Ist ja ein bisschen schade, dass ich einen Geisteranzug verschwendet habe, eine Geist-Dingskirchen. Sniper geht dorthin. Ja, ihr habt richtig gesehen, ohne Deckung, ich weiß, gefährlich, gefährlich. Aber nichts zu ändern, so, wo ist mein Sturmsoldat? Der kommt nur bis dahin. Bruce. Hier hin. Okay. Alter, ich kann die noch im Sektorport hören. Ist hier? Sniper, okay. Du? Tür auf. Da ist nichts, aber da ist doch... Was zum... Okay. Das finde ich jetzt sehr merkwürdig, wenn ich mal ganz offen bin. Rooks dahin. Alle anderen Feldposten. Ich warte noch mal eine Runde ab. Du bitte mit dem Präzisionsgewehr. Das kann doch nicht sein. Ich kriege doch hier die ganze Zeit Hinweise, dass hier Aliens sind. Ich war doch hier drin. Also, das gibt's doch nicht, sowas. Oder da ist tatsächlich ein Alien irgendwo hinten in der Ecke. Aber das werde ich ja gleich wissen. Von da? Da war ich. Ich Hört ihr das? Das ergibt doch. Feinde gefechtet! Aha, Schwebe. Wo sind denn die? Aha, da hinten drin. Ich weiß, dass da Aliens sind. Ich glaube, ich habe was gehört. Das ist bekannt. Aber hier hinten ist, glaube ich, nichts mehr, sonst würde ich das, glaube ich, sehen können. Gehst mal hier drüben hin. Siehst aber nichts, okay. Dann mache ich Feldposten mit den ganzen Jungs. Wenn die sich blicken lassen, werde ich sie hoffentlich einfach erschießen können. Dahin, Entdeckung. Brutes dorthin. Dahin und dann mit der Plasmapistole. So. Knall ihn ab, knall ihn bloß ab. Das sieht gut aus. Das sind zum Glück keine Heavy Floater, sondern nur normale. Habt ihr was gehört? Da ist der zweite. Was ist denn mit den anderen? Hallo? Okay, alles klar, der hat sich zweimal bewegt. Na gut. Dann du. Schieß ihn ab. So, das sind nochmal zwei Gegner weniger. Schön. Da sind wir jetzt also bei... was hatten wir raus? 7 Gegner haben wir jetzt weg. Müssten wir noch 16 haben. Theoretisch. 16, kommt das hin? Bei 23? Ja, das kommt hin. Guckst du da trotzdem bitte nochmal eben hier hin, ob ich hier wirklich nichts übersehen habe. Nein, scheint tatsächlich so zu sein, dass ich nichts übersehen habe. Na gut. Dann schicke ich meine Leute mal wieder runter zur Tür. Und werde mich dann auf die Jagd nach diesen verdammten Chrysaliden machen.
die wir beim ersten Part noch hier in diesem Schiff entdeckt haben. Na komm, nächster. Chavez. Hier hin. Also gleich auf die Pistole wechseln. Kong. Wir müssen da hinlaufen. Ja komm, hier, Feldposten für den Rest. Oder nur für sie, alle anderen sind hier gleich gesprintet. Lassen wir die Aliens nochmal ran. So. Das kann jetzt nochmal ein bisschen dauern, bis ich die nachgezogen habe. Ich kann mal in der Zeit vielleicht schon mal ein bisschen nachladen. Vielleicht keine so verkehrte Idee, nicht wahr? Auch wenn ich noch nicht viel geschossen habe, aber... Packen wir es an. Sicher ist sicher. Ich möchte nicht, dass mir hinterher ein Schuss fehlt. Nachladen. Nachgeladen. Stone runter hier. Dahin. Dann letzte auch eben nach. Fertig und bereit. Ja. Schaffe es auch nicht nachladen. Die hat, glaube ich, noch nicht einmal geschossen. Feldposten kannst du machen. Atora lädt auch nach, auch wenn er nur einen Schuss abgegeben hat. Jeder am Start. Sicher ist sicher. Ja, gut, jetzt sind die Aliens von da hinten. Was war das für ein Geräusch? Da gehen wir jetzt gleich hin, sobald das Team wieder vollzählig ist. Hier in Spurten. So, Eis kann sich nicht bewegen. Aber du kannst. Du gehst mal hier drüben hin. Okay, nichts zu sehen. Arturan. Dahin. Nichts zu sehen, sehr gut. Brooks. Achso, ist gespottet, kann nichts machen. Dann meine beiden Sniper. Einer dorthin. Und einer daneben. Dahin. Schon wieder 8 Minuten in diesem Part rum. Und ich habe schon wieder nichts getan, außer hier rumzulaufen. So, der Rest geht auf Feldposten. Feldposten. Ja, ja, ich weiß, mit der Pistole. Feldposten. Und nochmal Feldposten hier. Und ach, sie habe ich auch noch. Sunny. Lass mal dahin nachrücken. Gut. Nein, oh, jetzt hat er sich schon wieder. Oh Mann, ey, der sollte da hinten. Das ist jetzt schon wieder. So, also. So, du. Dahin. Nichts runterhüpfen oder sowas, du sollst hier oben bleiben. Chavez. Dahin. Eis. Dahin. Und du rückst. Naja, hierhin. So. Ist jetzt gerade ein wenig ärgerlich gewesen. Und du hier unten. Hierhin nach. So, Rest noch Feldposten und dann muss ich Atoran gleich jetzt noch wieder hochholen. Er war der Meinung, die Klippe runterspringen zu müssen. Abhang. Was war das für ein Geräusch? So, Atoran, wo bist du? Da. Kommst du bitte mal wieder hier rauf? Gehst du mal hier hin? Nichts zu sehen. Okay. Prophet. Bin ich da denn schon rauf?
gucken. Dahin. Da dürfte theoretisch jetzt auch nichts mehr sein. Ich habe ja vorhin schon die Sektoiden weggemacht. Aber irgendwo rennen hier immer diese verfluchten Chrysalinen rum. Ich bloß wüsste wo, dann könnte ich die auch einfach abknallen. Ich mach's mal so, ich gehe da noch nicht rauf. Ich rück erstmal hier hinten erstmal überall nach. Dahin, Chavez. Und Prophet dorthin. Wieder alle waren Feldposten. Und dann dürfen erstmal wieder die Aliens ein wenig spielen. Das klang eben stark nach Chrysalin. Kong nicht. Wo ist mein Sniper? Wo ist mein Sniper? Da war einer. Na gut, Eis. Hier oben hin. Nichts zu sehen, okay. Da kann ich erstmal runter mit den anderen. Aber vorsichtig. Wer weiß, wo sich diese Chrysalinen versteckt haben. Brooks kann nicht vorbei, da stehen noch Leute im Weg. Prophet. Dahin. Hoffentlich war das nicht zu weit. Nein, war es nicht. Okay. Dorthin. Dann haben wir noch unseren Sturmsoldaten. Der geht aber nur mal bis hier. Und Brooks ist auch wieder bei der Gruppe angekommen. Rennt hier hinten lang. Und dann machen wir wieder alle Mann Feldposten. Und wir gucken mal, was passiert. Das wurmt mich, dass diese beiden Chrysalinen nicht aufzufinden sind. Aber irgendwo werden sie ja sein. Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Ich höre die auch nicht. Ich weiß gerade, ob ich hier runtergehen sollte. Oder vielleicht erstmal hier hin. Okay, hier haben wir also zwei Durchgänge, einen links, einen rechts. Ich nehme jetzt diesen hier, weil ich den Großteil des Teams sowieso schon auf dieser Seite stehen habe. Prophet hier hinten hin. Ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Kong dahin. Wo ist der zweite Heavy? Da. Hier hin. Aturan. Dorthin. Chavez hier hin. Du kannst da runterkommen. Eis, ich möchte gerne, dass du hier unten hinspurtest. Hier ist eine ganz schön ordentliche Bewegungsreichweite, oder? Ja gut, okay, die Geistrüstung gibt halt noch mehr extra Bewegung dazu, ne? Alle anderen machen Feldposten, für den Fall, dass da was durch die Tür kommt, oder für den Fall, dass diese merkwürdigen Kristallinen wieder auftauchen. Was mir eigentlich gar nicht so schlecht gefallen würde. Denn weniger sind es für jeden weniger. Gut, drehen wir die Kamera nochmal. Immer schön vorsichtig. Immerhin, ich glaube, wir werden an diesem Teil des Spiels dann tatsächlich mal dieses Gebäude verlassen, also diesen Teil des Schiffes. Das sollten wir noch hinkriegen, dass wir hier zumindest durch die Tunnel noch durchkommen. Wo auch immer der dann hinführt. Das ist schon eine Weile her, dass ich ein Schlachtschiff spielen durfte, sage ich mal. Nämlich in meinem allerersten Durchgang. Und auf diesem Schlachtschiff habe ich dann auch mal eben drei Leute verloren. Ich hoffe, das passiert mir hier nicht.
Aber das war ein bisschen ärgerlich, da bin ich praktisch an der Seite des Schlachtschiffes abgesetzt worden. Erste Tür aufgemacht, standen da gleich zwei Sektoports rum. Die kannte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht und die haben mir gleich erstmal zwei Leute umgeklatscht. Das war echt bösartig. Okay. Alles auf Feldposten. Da werde ich mich nächste Runde an der Tür positionieren. Wie gehabt. Und dann geht's rein da. Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Oh, gleich zwei Gegnergruppen. Los, hier rüber. Komm, Tür auf. Ich gucke da jetzt erstmal rein. Ich will wissen, was da ist. Ein Korridor, okay. Geh mal auf die Seite rüber. Aha. Da, haha, das ist schon mal einer davon. Gut, dann schieß den mal ab. Oder versuchst du das? Och, bitte. Das finde ich jetzt ein bisschen albern, Arturan, ne? Komm, kannst du den auch sehen? Nein, kann er nicht. Okay, dann musst du mal eben rüber. Hilft nichts. Aber du darfst nicht mal schießen. X-Ray neutralisiert. Ist immer noch einer über. Steht wahrscheinlich hier hinten irgendwo. Gucken wir mal. Wer ist denn das jetzt? Stone. Geht's mal hier vorne in Deckung. Ich möchte, dass das Team schön zusammen bleibt. Jetzt erstmal. Warum kannst du denn nur sprinten? Achso, natürlich, weil ich die runtergezogen habe, um die Tür zu öffnen. Genau. Richtig. Scharfschütze Nummer 1 hier hin. Und Sniper Nummer 2. Dazwischen. Und dann Feldposten für den Fall, dass sich der Chrysalid da hinten bewegt. Ich war auch überrascht, dass ich auf dieser Seite keinen Chrysaliden gesehen habe. Aber gut. Aha. Gut, okay, da ist der letzte. Joa, das war schon mal der erste Pistolentreffer. Natürlich wieder Richard. T trifft ja alles mit der Pistole. Und auch Chavez hat diesmal mit dem Pistolentreffer getroffen. Damit sind die Chrysaliden auch erledigt. Wunderbar, das läuft auch richtig gut im Moment. Damit haben wir jetzt drei Chrysaliden rausgehauen. Die zwei Motoren sind wir bei 5, die zwei Schweber 6, 7 und die Sektoiden 9 Gegner haben wir jetzt umgehauen. 9 Stück von 23. Das heißt, wir haben noch 14 über. Dann rücken wir mal weiter vor. Okay, das hier hinten einfach rauf. Oh nee, ey, das wird ja... Oh Gott. Okay, dann gehe ich nur bis hierhin vor. Du rückst dahin. Okay, hierhin. Sunny dorthin. Sniper 1 hierhin. Sniper 2 dahin. Und alle an Feldposten. So. Und hier auch. Da. Und da. Und da nochmal. Und das war's. Okay, gucken wir mal, was da jetzt noch kommt. Die Frage, ob der Sektorport jetzt schon hier hinter ist. Ich hoffe eigentlich schon, dass der da ist. Am liebsten würde ich von außen rumgehen. Hier rauf und dann einmal außen rum. Aber. Dahin. Ich möchte erst wissen, was hier hinter ist. Da. Ah, Mann, der sollte in Deckung. Aber gut, ist egal. Das ist jetzt nicht weiter wichtig. Alle anderen bleiben, wo sie sind. Feldposten. So. Okay.
Was war das für ein Geräusch? Okay, ich gehe doch zu dieser Tür hin. Erstmal. Das ist mir dann doch etwas lieber, wenn die von da hinten kommen. Da wird dort der Sektorpod sein. Den will ich als erstes weggrillen. Arturan, du platzierst dich direkt hier vor der Tür. Scharfschütze 1 dorthin. Scharfschütze 2 daneben. Sunny, da in die Ecke. Oh, okay, das war der Scharfschütze. Ja, doof. Okay, alles klar. Na, macht nichts. Allemann Feldposten. Das war jetzt gar nicht so schlau, dass ich meinen Heavy hier hingestellt habe. Falls der Sektorpod sich hier hinten befindet, kann ich den wieder nicht sehen. Aber das ist dann so. Gut, mache ich das jetzt noch in diesem Part? Ja, komm, mache ich noch in diesem Part. Tür auf. Hier drüben ist was. Okay, da ist der Sektorpod mit 2 Drohnen. Den möchte ich gerne haben. Nur 55% von hier aus. Ist ja nicht so schön. Was sagen denn die anderen? Habe ich Sniper mit Squad-Sight? Wieso kann die denn nicht sehen? Die hat doch Squad-Sight. Die müsste doch eigentlich... Die sieht eine Drohne. Mehr nicht. Finde ich nicht schön, ehrlich gesagt. Die Sniper doch mal einfach hier hinstellen sollen. Na, ist egal. Ich muss jetzt was tun. Ich habe Angst, dass hier noch mehr Gegner drin sind. Das ist das Problem bei der ganzen Kiste. Aber wenn meine Jungs daneben schießen, das ist echt problematisch. Aber 4 Schuss mit 55% sollte doch eigentlich genügen, oder? Ja gut, guck mal, das sieht doch schon mal gut aus. Dann machen wir das Ganze nochmal. Was war das denn? Ach nein, der hat auf die Drohne geschossen. Oh Gott. Du bitte auf den Sektorpod. Der muss sterben, und zwar sofort. Daneben, oh. Doch gar nicht. Nein. Komm schon, es hängt jetzt alles an dir. Nicht auf die Drohne schießen, auf den Sektorpod. Na bitte. Sauber, weg mit dem Ding. Warum ist mir der Sektorpod nicht angezeigt worden durch die Überwellenverbindung? So, jetzt Feuer auf die Drohne. Daneben. Oh Gott, seid ihr bescheuert, Leute. So, du. Pflasterpistole. So, Drohne 1 kaputt. Du dorthin. Drohne 2, Plasmapistole. Plasmapistole, bitte. Schieß sie ab. Das sieht auch gut aus. Na bitte, es geht doch. Okay, und wieder 3 Gegner weniger. Da sind noch mehr. Hey, habt ihr was gehört? Da sind noch mehr. Ich mache mit ihr mal Feldposten. Und mit Arturan auch. Dann sind wir irgendwie nochmal dran. Und dann ist Schluss für diesen Part. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play XCOM Enemy Unknown. Bis dann.